Salve. Wow! What? No way! Was, Leute, willkommen zurück bei World of Warships und unserem Rhein. Das wöchentliche Rhein-Bashing der anderen geht los. So kann man es ja manchmal schon nennen. Also die letzten Games waren echt geil. Muss ich so sagen. Hat echt Laune gemacht. Und, oh, ich sehe gerade, wir haben eine Cosmo... Ah, mein Mod ist wieder abgelaufen. Ah, habe ich vergessen einzuspielen. Cosmoles ist dabei gegen eine Langley und Ryan. Ja, sonst ist es alles wieder recht überschaubar. Wie viele Bots da immer sind? Spielt das auf niedrigem Tierlevel keiner mehr? Also gut, man muss es sagen, es ist halt hier jetzt zur Mittagszeit rum, während David sagt, natürlich kann das auch ausschlaggebend sein, aber generell, muss ich wohl erstmal mit dem Rhein auf höheres Gebiet kommen. Also mit den deutschen Flugzeugträgern, der Rhein wird nicht höher kommen. Aber um da dann halt mal ein bisschen aufzuräumen. So, da ist die Kaiser, da ist die Guisano, da, die nehmen wir doch gleich mal, komm. Jawohl, machen wir gleich den nächsten. Ah, der dreht weg. Die ist nicht ganz so blöd. Naja. Bisschen was ausgeteilt. Mehr können wir erstmal nicht verlangen. Wie viel DDs? Drei Stück hier? Die Clemson ist ja auch nochmal. Fünf DDs. What? Jo, nee, ist klar. Wirklich? Und dann trifft er mich nochmal. Das ist ein Player. Da gehe ich doch eher mal auf den Player. Der kommt böse. Oh, schade, war der knapp. Leut. Schade. Lass mal durchlaufen. Alles gut. Die V-170 hatte ich festgefahren, so zusammengefahren. Festgefahren. Ein Treffer. So, den nehmen wir jetzt aufs Korn. Gibt es einen Spieler, der... Nee, hellol. Okay. Es gibt zwei, also auf jeder Seite gibt es ein Schlachtschiff. Und die sind jeweils von einem Bot gesteuert. Ist ja dumm. Meine Fresse, mich würde es mal interessieren, was passiert, wenn ich da einen treffe. Aber den treffe ich halt nicht. Obwohl. Oh. Kann man mal so machen. Oh je. Da ist er schneller als ich. Gut, es ist doof mit den Bomben vom Rhein, weil die halt eher, ja, mehr Durchschlagskraft haben. Ey, alles voller DDs. WTF, was geht denn schief? Dr. Titan 73, ja genau. Ganz ehrlich, das hört sich eher an wie eine Pornoplattform. Nein!
Jawoll. Und gleich nochmal eine. Tja, Kerl, jetzt muss ich aber rausfahren. Wow! Holy shit! Noch knapper geht's nicht. Mann. Ich muss irgendwie... Ich habe halt die falschen Flugzeuge für so viele DDs. Ich bin eher so der, der die Kreuze an die Wand nagelt. Das ist doof. Ist okay. Probier's trotzdem mal. $50 immerhin. Es gibt Schlimmeres. Ah, ein bisschen zu weit vorgehalten. So, gut. Ich muss schauen, dass ich hier wegkomme. Aber wo fahre ich hin? Ja, ich fahre einfach mal. Hin. Autopilot aktiviert. Bringt alles nichts. Mist. Noch weiter vorhalten. Ja. Schön. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer. Komm, ich hab dich damit gerettet. Jawohl. Gibt's nix? Yo, was macht ihr denn da? Lol. Wie geil ist das denn? Komm, ich möchte die nochmal haben. Das ist ja lustig. Wenn ich es richtig anstelle, kann ich sie beide weghauen. Obwohl, ach, ist das einer schon weg. Ein Doppelkill mit einem Flugzeugträger wäre auch mal was Edles gewesen. So, ich habe circa noch eine Ahnung, wo er steht. Insofern er sich nicht bewegt. Das ist jetzt nämlich die Frage. Schauen wir mal. Ah, er ist weggefahren. Komm. Boah, die haben so lange gebraucht. Aber beide treffen. Oh, Alter. Also Torpedo. Torpedo Werfer, sorry. Da kann mir keiner das Wasser reichen. So weit lehne ich mich jetzt einfach aus dem Fenster. Ganz ehrlich. Klar, es ist Tier 4, aber das soll erstmal jemand nachmachen. Wie ich die abpasse. Auch wenn es Bots sind. So, die Kaiser ist jetzt eh auf meinem Silbertablett. Geben wir erstmal hier Gas. Autopilot aktiviert. Einfach ein bisschen rumfahren, damit man ganz so leicht zu lesen ist.
Da, da ist der erste. Hallo Kaiserchen. Guten Tag. Bam. Double Zita. Rumdrehen. Und Speed. So schaut's aus, Leute. So schaut's aus. Weil der fährt rückwärts. Kann er machen. Sind es jetzt zwei Flugzeugträger gegen einen? Komm, schieß einen runter. Einer muss weg. Alles gut. Da ist er ja. Ja, jetzt schießt es ziemlich runter, schade. Schieß, schieß, schieß. Töten, töten, töten. Ja, Kollisionswarnung, du mich auch. Ja, komm, jetzt musst du irgendeinen killen. Was bringt mir die ganze Flak? Wenn dann sowas dabei rauskommt, ha? Naja, immerhin. Problem gelöst. Boom. Boah, nervt's mich halt. Es ist unnormal, wie stark die sind. Aber weißt du, was witzig wäre? Wenn man ihn rammen könnte. Wenn wir mal so nah rankommen, dass wir ihn rammen. Come on. Wirklich? Der hat alle drei Torpedos verkackt. Halleluja, hey. Reicht da eine? Nö. Komm, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Ey, der trifft schon wieder nicht. Okay. Der Typ... Oh, der hat drei Torpedos, von dem trifft einer. Ja, so braucht es noch ein bisschen. Oh, lol, erster. Woo! Läuft bei mir. Weiterkämpfen. Ja, mit dem Rhein, mit dem läuft es einfach. Ich finde es halt nur schade, dass da so viele Bots dabei sind. Aber gut, was wir machen. Ja, schauen wir mal, wie viel es im nächsten Game wird. So, wir haben jetzt... Spieler als, also Schlachtschiffe mit Spieler, aber dafür sind die Kreuze diesmal Bots. Also irgendwie schenken die sich heute auch nichts. Das heißt, ja, ich gehe erstmal mit, wieder mit meinen Raketen natürlich raus. Das ist so circa mein Ding, wie ich es immer mache. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir einfach mal am Anfang ein bisschen gegen die Bots austeilen und dann
Nehmen wir mal die Schlachtschiffe aufs Korn, wenn die sich ein bisschen abgekapselt haben. Wir sind wieder zwei Flugzeugträger, ja. Ich möchte bitte nochmal eine erfolgreiche Runde haben wie die letzte. Danke sehr. Die DDs sind auch, ja, die sind auch alle durch Spieler gespielt. So, erstmal betreibt man hier Aufklärung. Da ist die Kaiser, da ist die Gangut. Wie sonst? Der Reuter, okay. Lass mal hier auf die Seite. Alles gut. So. Der müsste schön kommen. Boah, haha. Jo. Kann man sich mal so gönnen. Okay, den weg. Also eine 5200er Schelle einfach mal so zum Anfang. Ist bezaubernd schön. Das kann öfter passieren. Wisst ihr, was lustig ist, was mir so durch die YouTube-Videos auch so ein bisschen auffällt? Was für einen unglaublich dämlichen Wortschatz ich manchmal habe. Weil, also ich schaue immer meine Videos halt dann noch so mal zum Test einmal kurz durch, ob alles passt. Immer so in ein paar Minuten Abschnitten. Und zwischendrin höre ich dann so Dialoge raus, wo ich mir denke, hat er jetzt nicht gesagt. Da dachte ich mir, okay, ich muss unbedingt manchmal überdenken, wie ich was formuliere. Gut, die Theorie ist weg. Brauche ich gar nicht versuchen. Ja, das Doppel-DD. Jo. Oh, schade. Was macht denn die Gyusano da? Das ist aber... Wo ist sie denn? Ach, hier. Hä? Die Gyusano wird gespielt von Hipper. Yo. Klar, Admiral Hipper. Wer kennt ihn nicht, Alter? Der fährt die Gyusano. Das wäre so, als würde der Daimler-Chef ein Alfa Romeo fahren. Yubari. Ich glaube, der hat eine relativ schlechte Flak. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, jetzt sind wir. Gut, nimm mal nicht den. Oh, Leute. Sterbt halt nicht so schnell. Ich will ein bisschen Schaden machen. Salve. Wow! What? No way! No way! No way! Ich habe ihm gerade 10.000 geknallt. 10.000! Ja, moin, Alter, was geht? Oh, Brudi, das tut mir echt leid, dass ich dich so zerstört habe. Ich habe ihm einfach das halbe Leben, mehr als das halbe Leben abgezogen. Alter, wie viele Zitadellen habe ich denn da drückt? Sollte das heftig sein, werde ich es einspielen. Das mache ich.
Weil ich habe hier schon 8 Zitadellen. Das muss ja krank gewesen sein. Also wie gesagt, ich werde es eins zeigen, die gesamte Chose nochmal, wenn es heftig war. Weil ich habe es jetzt selber gar nicht so überrissen, wenn ich ehrlich bin. Safe, Alter. Autopilot aktiviert. Och, Kinders. Hallöle. Ah, come on. Der eine noch. Der muss jetzt sitzen. Nein, ich hab grad drückt. Shit. Ah, 10.000, ich komm gar nicht klar drauf. Lol, falsch springen als Salve. Du gehörst mir, Alter. Hä, warum ist... Huhuhu! Ich sniper die weg, hey. Okay, hier ist einfach eindeutig zu viel Verkehr. Oh, lol. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Clemson. Genau. Jetzt muss ich mich ein bisschen schützen. So, die zwei müssen sitzen, come on. Shit. Du kriegst mich nicht. Come on. Oh, lol. Schade. Sieht ja nett aus. Nein, wie kann ich denn? Oh, Mann. Ja, die schaut echt witzig aus. Geil. Ach Leute, es gibt's nicht. Schade. Trotzdem 20.000 Schaden, 8 Zitadellen, ein Schiff versenkt. Gut, die Clemson, dass sie da halt hockt. Ich bin nur wegfahren, aber dass sie halt schon so nah dran ist, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde es aber dann auch so dabei belassen. Dann verschwendet man nicht ganz so viel Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der Ryan. Bis dahin, euer Raid. Servus. Ciao.